Hallo Mama, das ist meine Mutter. Mama, wir kommen gerade. Lass dich überraschen, der eigene Sohn kommt zu Weihnachten. Ich habe einen Grafen. So, und die Oma ist auch hier. Advent. Das ist wirklich. Ja, genau. Wenn du bei Karel das immer siehst, dann sagst du immer, das gibt's doch nicht, dass die Leute das vorher nicht wissen. Das ist jetzt der Beweis, es gibt's. Bei den eigenen Ja, aber Eltern. Du hättest ja was sagen können. Was denn? Dass jemand zu Besuch kommt heute Mittag. Das ist kein Besuch, das ist Radio Bremen. Na ja. Das ist kein Besuch. Das reicht. Das ist SPD, kaum Katholiken da oben. So, das ist unser Kühlschrank. Also Harald, ich glaube, du spinnst im höchsten Grad. Sollte man nicht denken. Na, nur mal kurz, haben wir was im Tiefkühlfach auch drin? Nein, das ist unten. Harald, um Gottes Willen, lass es das Zeit ist doch nur mal. Zu. Ich werde wahnsinnig. Wo gehen die jetzt hin? Die eigene Mutter rennt vor mir weg. Oben ist doch noch, du weißt doch ganz genau. Stimmt. Aber ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht sagen, du weißt ganz genau. Ich habe gesagt, wenn ich dich ganz spontan vor der Kamera frage, dann sagst du, ja, oben haben ich hab Gott, die Mensch, eigene ich Mutter. Doch, so, doch. Jetzt gehen wir einmal hoch. Nein, ich bin wirklich baff. Komm her, komm mit. So. Ach, Toni, sei doch so gut, komm her. Toni, das ist der Mann meiner Mutter und mein Vater. Wir haben das in einer Figur zusammen hier zu Hause. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Das war doch mein Zimmer hier früher. Wo ist mein Zimmer? Das ist dann, wo habt ihr denn die ganzen Sachen? Nein, das ist mein erster Teddybär. Ist das wirklich mein Das ist Teddybär? Aus Trost, weil du dir da oben eine Schramme geschlagen hast. Das war hier. Hier oben. Das, wo auf hier? Auf der drüben ja, Seite. Kann man aus hier. Diesem Grund hast du das bekommen. Das war Heiligabend, wann? Du bringst mich ja in Verlegenheit bis zum Geht. Das sind meine ersten Schuhe. Das sind meine, oh, Entschuldigung. Vielleicht kann man mal meinen Koffer zeigen. Mama, du weißt ja, ich lebe aus dem Koffer. Aber wir wollen nicht klagen, es gibt auch viele Leute, die leben im Koffer. Das ist, kann man Gott, sagen, mein Koffer. Schlampiger geht's ja nimmer. Ja, du glaubst wohl schon, Geschäft, das ist nur viel Geld und jedes Jahr ein großer Scheck zu Weihnachten. Diese Treppe bin ich praktisch früher entweder morgens so runter, weil ich schnell zum Bus musste, oder als ich dann später schon beruflich klarer wusste, was ich machen wollte, bin ich also die Treppe praktisch immer so und sage, hallo, meine Damen und Herren, guten Abend, herzlich willkommen bei Gala. Da habe ich da immer früher so geübt, ne? So, und, ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Gala. Das war der Grund, warum wir die Treppe hier haben einbauen lassen. So, das ist meine Oma. Wir machen Licht für die Oma. Das ist meine lachende Mutter, meine Damen und Herren. Damit es nicht immer nur heißt, die Eltern unserer Künstler sind gramgebeugt. Was wäre eigentlich der Traumberuf gewesen für euch, den ich hätte machen sollen? Frag den Papa. Papa. Zum St. Leute Ritzwil. Jura. Jura. Ja? Jura. Hättest du das so wie Dr. Biolek. Ja. Und wie oft gehst du in die Kirche? Täglich. Gar nie. Ja, aber häufig. Ich bin so viel unterwegs, Mama. Köln hat so herrliche Kirchen. Ja. Und da wäre 100% Gelegenheit, dass du mal reinschaust. Warum haben wir jetzt eigentlich dieses religiöse Gespräch? Hatten wir nie, als ich früher noch hier gewohnt habe. Ich bin ein bisschen traurig, damit dass du überhaupt nicht mehr Orgel spielst. Tu ich doch. Zwischendrin wäre garantiert einmal Gelegenheit. Tu ich doch. Jetzt haben wir eine so wunderschöne Kirche bekommen. Wo? Und wenn du da mal zu Besuch gekommen wärst, hättest können auf der Orgel noch mal eine halbe Stunde spielen. Ist ja dauernd besetzt, wenn ich mal Orgel spielen will, nein, muss nein, ich nein, den Schlüssel nein. holen. Da hättest du garantiert, hättest, wärst du reingekommen. Stimmt doch ganz gar nicht. Lieber. Geld. Ganz ruhig. Immer ruhig. Ja, und immer ganz Berufswunsch früher? Ja. Fahrer wolltest werden. Immer wieder hat er seine Kittel umgehängt und hat ihn. Badetuch, wir waren doch so arm, ja, so war das. Genau.